Hallo, mein Name ist Robert Schmieder und ich möchte Ihnen heute unser Gremienportal meine-dke.de vorstellen. Das Portal dient zum einen der Bereitstellung der Rundschreiben und informiert Sie über anstehende Termine. Es bietet darüber hinaus aber auch den Zugang zu weiteren Informationen, die ich Ihnen heute vorstellen werde. In das Portal gelangen Sie, indem Sie entweder im Browser meine.dke.de eingeben oder, wenn Sie sich bereits auf der DKE-Website befinden, einfach auf meine-dke.de klicken. Zunächst müssen Sie sich mit den von der DKE mitgeteilten Daten einloggen. Das Portal gliedert sich grundsätzlich in drei Bereiche. Oben links werden Ihnen die Gremien angezeigt, für die Sie freigeschaltet sind. Wurde für ein Gremium eine Teamsite angelegt, können Sie diese über das Symbol in der letzten Spalte erreichen. Die Verwendung von Teamsites haben wir in einem gesonderten Tutorial beschrieben. Durch eine Gremienauswahl beziehen sich die weiteren Informationen in diesem Portal nur noch auf das ausgewählte Gremium. Im Bereich oben rechts werden Ihnen nicht nur die anstehenden Termine angezeigt, Sie können diese auch per Klick auf das Kalendersymbol in Ihren persönlichen Kalender übernehmen. Je nachdem, was dem Termin zugrunde liegt, führen Sie die verlinkten Titel entweder zum Rundschreiben, zur Terminumfrage oder zur Online-Anmeldung. Das Herzstück unseres Gremienportals bildet die Gremienakte im unteren Bereich. Es ist als Register mit verschiedenen Karten aufgebaut. Unter Grundlegendes und News erhalten Sie verschiedene Links, zum Beispiel zur blauen Mappe, unseren Grundlagen für die Normungsarbeit sowie zu den Formularen für die Kommentierung und zum DIN-VDE-Entwurfsportal. Im rechten Bereich sehen Sie die Kontaktmöglichkeiten, falls Sie Unterstützung durch die DKE-Datenpflege benötigen. Ebenso können Sie hier Ihr Passwort ändern. Unter der Registerkarte Rundschreiben werden alle Rundschreiben des ausgewählten Gremiums oder übergreifend aufgelistet. Zunächst sortiert nach der Bereitstellung. Durch Klick auf eine Spaltenüberschrift sortieren Sie die Liste nach dem jeweiligen Kriterium. Sie können die Liste nach Rundschreibennummern oder, wie in diesem Beispiel, nach Zeitraum und einem Suchtext filtern. Ein Klick auf eine Rundschreibennummer öffnet je nach Browser und den Einstellungen das jeweilige Rundschreiben oder es wird in den zentralen Download-Ordner des Computers heruntergeladen. Ein Klick auf das Lupe-Symbol in der letzten Spalte zeigt die Details des Rundschreibens, ohne es herunterzuladen, zum Beispiel in welchem Gremium es außerdem verteilt wurde. Durch die Checkboxen in der ersten Spalte können Sie die selektierten Rundschreiben als ZIP-Archiv herunterladen. Unter der nächsten Registerkarte Gremium Stammdaten erhalten Sie grundsätzliche Informationen zum ausgewählten Gremium, zum Beispiel die europäischen und internationalen Spiegelgremien, den Tätigkeitsbericht sowie die Erreichbarkeiten Ihres Referenten. Sind aktuell Terminumfragen und Online-Anmeldungen eingerichtet, können Sie diese über die nachfolgenden Registerkarten aufrufen. Unter den anschließenden Karten Normenentwürfe und Normen erhalten Sie eine Auflistung aller gültigen bzw. im Entwurfsstatus vorliegenden normativen Dokumente, die in der Zuständigkeit des ausgewählten Gremiums liegen. Die Liste ist zunächst absteigend nach dem Ausgabedatum sortiert. Sie können das Sortierkriterium aber wieder durch Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift anpassen. Die Karte Mitglieder zeigt alle Experten eines Gremiums gruppiert nach dem Status der Mitarbeit in alphabetischer Reihenfolge. Benötigen Sie Kontakt zu einem Gremienmitarbeiter, hilft Ihnen Ihr Referent gerne weiter. Mit der letzten Karte E-Mail können Sie einstellen, ob Sie eine tägliche E-Mail-Benachrichtigung über neue Rundschreiben erhalten wollen. Diese Einstellung betrifft alle Ihre Gremien, unabhängig davon, ob Sie im Moment ein Gremium ausgewählt haben. Damit sind wir am Ende dieses Tutorials angelangt. Ich hoffe, dass Ihnen die Vorstellung des Gremienportals meine-dke.de gefallen hat. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Referenten, die DKE-Datenpflege
oder an mich. Auf Wiederhören!